Halli, hallo, Hallöchen, meine Freunde und ja, Genossen und Weidmannsheil. Ja, was ist heute? Heute habe ich vor, das Abonnenten 200 Spezial hier zu machen. Und Sie haben da, denn die neue Aufgabe, die was ich für euch habe, und das Gewinnspiel, was jetzt kommt, hat auch mit Sehander zu tun. Aber dazu natürlich später mehr. Was ist jetzt erstmal drin? Ich will noch den 44er mitnehmen. Ich möchte jetzt einfach mal hier ein bisschen rumlaufen und dann mich erstmal bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr so, ja, so fleißig dabei seid oder ja, so fleißig dabei seid, dass ihr mich unterstützt, dass ich schon 200 Abonnenten habe. Es ist wirklich super. Also das hätte ich. Ja, ich kann es immer wieder sagen, niemals gedacht, dass es das so schnell geht. Es sind jetzt am 11. Oktober habe ich angefangen im letzten Jahres. Das sind jetzt ja, 6 Monate. Der sechste Monat geht jetzt dann los am 11. Am 11. sind 6 Monate. Heute haben wir den zweiten. Also muss ich sagen, also ich bin überrascht von euch, dass ihr auch so fleißig eure Kommentare schreibt, dass ihr versucht mit mir da auch kontakttechnisch etwas zu machen. Ja, dass wir da versuchen, auch miteinander irgendwie uns gegenseitig zu helfen und sowas. Ich muss ja sagen, die Kommentare, die ihr stellenweise schreibt, finde ich echt super, weil die nämlich ja einen auch weiterhelfen. Und dafür bedanke ich mich natürlich. Dann bedanke ich mich, dass ich, oder dass mittlerweile pro Tag ich 1000 Views bekomme, was natürlich auch wieder super ist. Also zwischen 700 und 1000 Views, das ist, kann ich mir nicht vorstellen. Also ja, ich möchte mich auf alle Fälle bei allen bei euch bedanken. Ich könnte jetzt eine Namensliste runterreihen. Das, ja, ich glaube, das sind wir aber morgen früh noch nicht fertig. Dann, ich habe da das Zielfernrohr von meiner Anschütz weg. Ja, es ist auf alle Fälle so, dass ich jetzt wieder ein Gewinnspiel starten möchte. Mit, wo es wieder was zu gewinnen gibt. Das letzte ist ja erst vorbei und da hatten wir einen guten, ja, einen super Gewinner mit 231er Score beim Maultierhirsch. Diesmal habe ich mir aber etwas anderes einfallen lassen. Denn ich kann ja nicht immer das Gleiche machen. Aber diesmal hat wirklich jeder eine Chance. Denn, was ich jetzt gleich mal sagen kann, es gibt keinen, ich möchte keinen Score von euch, sondern, na, da komme ich später drauf. Auf alle Fälle, es gibt Kommentare, wo ich sage, hey, super, die eine stelle mich jetzt schon auf die. Ja, mir wurde ein Kommentar geschrieben, der hat mir echt gestern zu denken gegeben, aber im positiven Sinne, und zwar war drin gestanden, MS Heini oder die besten Simulatoren-Let's Player sind MS Heini, Bratze und ja, wer war noch drauf? Weiß jetzt gar nicht mehr, auf alle Fälle und ich. Also, danke, also wirklich vielen, vielen Dank, weil Bratze hat knapp 1000 Abonnenten und ewig viele Views und MS Heini hat 1400 Abonnenten und knapp oder schon über 2 Millionen Views. Und dann komme ich da mit 200 Abonnenten und knapp 70.000 Views. Und werde auf die gleiche Schiene gestellt und danke, das ist echt doch, sowas freut mich, weil ich bin doch noch ein relativ kleiner, neuer Let's Player, habe meine Anfangsschwierigkeiten, mache vielleicht jetzt auch noch Fehler, wenn ich irgendwelche Aussagen mache oder wenn ich einfach sage, hallo Leute, das mit dem Chat hier, das mag ich nicht, apropos Chat. Ja, ich begrüße jetzt erstmal, genau, ich muss ja wieder alle begrüßen, was heißt, ich muss nicht, ich darf. Ja, Black Wolfen, PND Pauli, Caribou 5000, Mike Super Je, was? Jager? Jäger? Ja. Und Dome 2012. Gut.
Ja, Black Wolfen, guten Morgen. Ostern habe ich gut überstanden. Ja, das habe ich. Und ja. Ja, ich antworte jetzt mal. Normalerweise wisst ihr ja, mache ich das nicht. So. Gut. Dann zurück zum Thema. Also, echt, da werde ich auf eine Stufe gestellt, die was 10-mal so viele Abonnenten haben. Na ja, gut, 10-mal jetzt nicht, aber Fratze fast 5-mal und MS Heini 7-mal so viele Abonnenten wie ich. Und dann aber, ja, 1000 Millionen mal mehr, das ist jetzt übertrieben, mehr Aufrufe als ich. Aber ich muss halt sagen, nach den 5 Monate oder knapp 6 Monate, wo ich das jetzt mache, ich wachse natürlich ins Ganze rein, ich mache meine Fehler, ich hatte die Aussage gemacht in dem Chat, hier in Sehanda. Ich stehe dazu und es tut mir leid, wenn ich manchen damit irgendwie auf die, ja, wie soll ich sagen, auf die Nerven gegangen bin oder jemanden verärgert habe. Auch Rainer, es tut mir echt leid, weil ich wollte dich damit nicht verärgern. Es ist nur meine Einstellung dazu. Und ich muss halt nochmal dazu sagen, Rainer, du machst zwischendurch mal sporadischen Let's Play. Da kann ich mir vorstellen, das war ja bei mir am Anfang auch, oder na, eigentlich nicht, weil am Anfang kannte ich ja niemanden, dass mal so ein Chat zwischendrin nicht schlimm ist. Aber wenn du das so machst wie ich, jeden Tag 1 bis 2 Videos von Sehanda hochlädst, dann möchtest du dich auf die Arbeit konzentrieren und nicht jetzt da die Hälfte der Zeit im Chat verbringen. Der Chat ist sowas von unübersichtlich. Es wäre vielleicht was ganz anderes, wenn er übersichtlicher wäre, wenn ich eine Gruppe zusammenstellen könnte oder wenn ich den wäre dem, dass ich meine Let's Plays mache, blocken könnte, sodass keine Meldung kommt. Dann wäre Ganze gar nicht so schlimm. Dann geht es auch darum, wenn dann von euch mir jemand in dem Chat eine E-Mail-Adresse schickt, weil ich ihn da anschreiben soll oder was auch immer. Wer das war, das sage ich jetzt natürlich auch nicht. Und dann ist es im Video zu sehen. Und gerade dann, wenn ich eigentlich den super Schuss abgebe, wo ich dann eine Stelle, wo ich nicht rausschneiden kann, wo es einfach dann blöd ausschaut, wenn ich es rausschneide. Und ich versuche natürlich spannende Aufnahmen zu machen. Und dann, wenn so ein Chat auftaucht, das ist nicht schön, weil ich darf keine Videos veröffentlichen, wo eine E-Mail-Adresse zum Beispiel drin steht. Also das kann ich ja jetzt Telefonbuch runterlesen und die Telefonnummer hier einfach weitergeben und pro Namen ein Video machen. Super. Gut, dann hätte ich auch in vielleicht ein paar Millionen, das wäre auch mal eine Idee, ein paar Millionen Videos. An einem Tag kriegst du locker 100 fertig. Und was? Naja, egal. Ich mache halt, wie gesagt, also ich stehe halt dazu und ich mag das nicht so gern. Ich möchte mich da hundertprozentig auf meine Arbeit konzentrieren. Und wenn ich, was, Livestream Front aus. Ja, das war ein Gedanke von mir. Mit dem Livestream. Ja, also sorry, Black Wolfen, ich mache da jetzt einfach das Spezial-Abo, Spezial. Und da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Livestream, natürlich habe ich mir das überlegt, aber ich denke mal, meine Leitung ist da viel zu schwach. Und weil ich nur eine 16.000 habe. Wer sich von euch auskennt und weiß, ob das dennoch geht, bitte melden. Und was ich dazu brauche, was für Einstellungen. Und ich weiß, da irgendwas gibt es, der Twitch, wie heißt das? Der Twitch oder irgendwie so Twitch TV oder wie heißt das? Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Wer sich damit auskennt, dann bitte mal melden bei mir. Es wäre nämlich super, wenn ich da mal, ich würde gerne mit Sehanda mal Livestreams machen. Gerade wenn irgendwelche besonderen Wettbewerbe sind oder irgendetwas und dann euch live mitnehmen. Gut, dann muss ich meine Quasselstrippe natürlich den ganzen Tag immer aufmachen und bla 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 machen. Aber ab und zu fällt mir halt nicht das ein, was ich gerne. Oder ab und zu
Mir fällt schon immer was ein, aber ich denke mal, ich möchte halt euch nicht mit irgendwelchen Themen langweilen. Ich habe da noch ein paar Hemmungen und ja, wie gesagt, also man wächst ja in das ganze Let's Plays machen rein. Und deswegen mache ich mir jetzt da auch keinen Kopf, wenn jetzt ich da mal nicht so ja, ein Plappermaul habe wie manche einer. Muss man auch nicht. Also es gibt genug Leute, die sagen, hey, du machst das so cool und das ist echt genial. Und es gibt wenige, die mal kommen und irgendwie so, ja, so hater-technisch irgendwie mich da ja fertig machen. Und deswegen mache ich mir da eigentlich gar keinen Kopf. Weil jeder macht seine Videos so, wie er will. So, und dann apropos, ja, Hater, ich hatte ja einen oder ich habe immer noch einen und ich weiß nicht, ob ich den noch habe. Also MS Butterfly, 1912 ist es, glaube ich, oder 1920. Sorry, wenn ich den Namen nicht hundertprozentig im Kopf habe, aber ich weiß, MS Butterfly. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und auf dein Profil geschaut. Ich nehme gern deine Kritik an, aber wenn ich auf dein Profil bei YouTube schaue und kein Video drin ist, ja. Da habe ich kein Anschauungsprojekt. Da kann ich nicht sehen, wie es wirklich läuft. Sorry, abgelehnt. Ja, so ist es einfach und deswegen mache ich mir auch keinen Kopf. Und ich mache mir, wo ich mir einen Kopf mache, ist, wie ich. Ich versuche ja immer eure Kommentare, die was ihr natürlich schreibt und so weiter, so schnell wie möglich irgendwie zu beantworten, eure E-Mails zu beantworten und. Ja, wie. Jetzt ist halt meine Frage, wie kriege ich das in Zukunft hin? Wenn jetzt mal 3, 4, 500 Abonnenten da sind oder 1000, kriege ich das dann auch noch so hin, dass ich sehr schnell immer eure Kommentare beantworte? Ich hoffe es, weil sehr schade, wenn nicht. Aber natürlich, je mehr Abonnenten, desto besser ist es. Und ich denke mal, bis zum Sommer möchte ich, oder ich hoffe es, bis August, denke ich, dass ich vielleicht auf meine. Ja, einfach die 200 jetzt verdoppelt auf 400. Das ist jetzt mein Ziel eigentlich. Dass ich im August zur Gamescom, ich gehe auf alle Fälle zur Gamescom, dass ich dort dann 400 Abonnenten habe. Und wer natürlich von euch in der Gamescom ist, dann vielleicht sieht man sich ja, zufälligerweise. Und das wäre natürlich echt super, wenn man uns da irgendwie sehen würde. So, ja, das war so ein kleiner Plan. Gamescom auf alle Fälle, da bin ich auf alle Fälle. Ich weiß nur noch nicht wahrscheinlich jeden Tag. Also ich habe mir vorgenommen, ich mache da eine Woche blau und treibe mich jeden Tag in der Gamescom rum. Ich möchte natürlich auch mal zu den Stand von Rondo Media schauen, weil The Hunter von Rondo Media ist, Euro Truck Simulator von Rondo Media. Dann natürlich von EA, weil ich mache ja auch die Let's Plays von Deep City. Und da komme ich jetzt dann natürlich nochmal zu etwas. Also wenn auch von euch jemand bei der Gamescom ist oder jemanden kennt, der weiß, dass ich oder dass ich da bin, der kann dann natürlich auch für ein kleines privates Gespräch zu mir kommen, ist ja klar. Aber Gamescom ist ja noch ein halbes Jahr. Also da brauchen wir uns jetzt noch keinen Kopf machen. Dann, ja, zu den Spielen. Also mein Hauptgame ist und bleibt The Hunter. Ich habe mich so in das Lied, in das Spiel verliebt. Nur, ich habe halt auch angefangen, Euro Truck Simulator zu machen. Ich habe angefangen, Minecraft zu spielen. Ich habe angefangen mit SimCity und diversen anderen Spielen. So, ich liebe Simulatoren, ich liebe aber auch Rollenspiele. Und es gibt leider kein Spiel, wo beides miteinander verbindet, wo man gut Let's Playen kann oder wo ich weiß gar nicht, ob es überhaupt sowas gibt. So, deswegen ist jetzt so, dass ich mir vorgenommen habe. Für die Zukunft, sag mal, läuft da heute kein Tier rum. Normalerweise habe ich hier schon immer irgendwo das erste Geräusch vernommen. Aber ist ja egal. In der Zukunft. Also, er bekommt ab nächste Woche, also nicht diese Woche, sondern ab nächste Woche, ich glaube, das ist dann der 8., wenn mich nicht alles täuscht, Montag, den 8., genau, bekommt ihr täglich eine Folge von The Hunter, die circa eine halbe Stunde dauern wird. Die ist täglich da und die bleibt auch so. Dann wird Mittwoch. Nein, Montag, Mittwoch und Freitag wird jeweils eine Euro Truck Simulator 2 Folge kommen. Dienstag und Mittwoch, Dienstag und Donnerstag wird eine Folge kommen von Mass Effect. Ich werde Mass Effect 1, 2 und 3 durchspielen für euch. Und ich hoffe mal, dass das dann auch so weit ankommt.
Natürlich, ich kenne die Story nicht. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich habe SimCity gekauft und SimCity war ja, oder SimCity, Moment mal bitte. Mal schnell einen Schluck trinken. Heiß. Ja, Kaffee ist heiß. So, ja, SimCity habe ich angefangen, habe ich ja gekauft und dann war ja die ersten 2 Wochen war ja das katastrophal, da überhaupt sich connecten zu können auf dem Server und viele haben nur geflamed und geflamed und aber keiner hat einen richtigen Vorschlag gemacht und hat gesagt, hey, komm, ich komm und helfe euch, weil ich weiß, wie das geht, weil euer Fehler ist. Also flamen ist immer schnell, aber naja, man kennt das ja. So. Und dann bin ich natürlich treu geblieben, weil ich immer gedacht habe, mein Gott, Anfangsschwierigkeiten, ist klar, hatte Diablo, hatte World of Warcraft, hat eigentlich jedes große Spiel, hatte Guild Wars 2 auch, also die Anfangsschwierigkeiten, gerade wenn irgendwas auch noch mit Community und Multiplayer-mäßig läuft, dann ist es eben so, da kann man nichts machen, weil man rechnet ungefähr aus, wie viele Vorbestellungen habe ich von dem Game und die Daten schwanken natürlich auch sehr gut, weil ich weiß jetzt zum Beispiel nicht mal, vielleicht, dass 3, 4 Tage vorher ich die genauen Zahlen noch gar nicht habe. Jetzt habe ich eine Kapazität von 1 Million und 5 Millionen wollen zugreifen. Also ich weiß, 1 Million haben das Spiel vorbestellt, 2 Millionen rechne ich dann, aber auf einmal über 5 Millionen den Zugang. So, wie soll das dann funktionieren? Dann kommt man ja, hat EA noch mehrere Rechner dazu mieten sollen. Wie denn? EA hat doch ihre eigene Rechnerzentrale, denke ich mir mal. Weil wer so groß ist und so auf die Masse ist, der wird nicht extra Server mieten, der wird sie haben. Nur die Kapazität wurde halt anders berechnet. Also man hat halt von Anfang an nicht so berechnet. So. Aber nichtsdestotrotz, dann kam eine Mail als Entschuldigung und da ja ich quasi treu geblieben bin und SimCity nicht zurückgegeben habe und gesagt habe, nein, ich sitze das aus und ich will das unbedingt spielen, kam eine E-Mail, wo drin stand, ja, vielen Dank für Ihr Vertrauen und so weiter und es tut Ihnen auch völlig leid und deswegen gibt es ein Game für alle, die was da geblieben sind, die was treu geblieben sind. Bekommt, also gibt es das Spiel oder ein Spiel gratis. Und dann konnte ich mir eins aussuchen unter einer Liste und da war Mass Effect 3 drin. So, ich wusste von vielen Leuten, mit denen ich euch früher im Clan war oder mit denen ich früher auch viel Guild Wars gezockt habe, dass die Mass Effect spielen. Und dass es angeblich geil sein soll. So, ich ignoriere jetzt halt mal alle Tiere irgendwie weg, weil ich möchte jetzt hier nicht irgendwie großartig erstmal schleichen. Ich bin gerade voll im Redefluss. Großartig schießen, ich bin jetzt voll im Redefluss. Ja, und dann konnte man aussuchen, so, Mass Effect 3. Und dann habe ich gedacht, okay, nimmst du es? Viele sagen, es ist gut. Oder ich habe nur Positives bis jetzt gehört. Also ich kenne das Spiel nicht. So. Das habe ich mir überlegt, toll, das ist geil, hab das mal angezockt und dann habe ich mir gedacht, scheiße, du kennst jetzt die ganze Vorstory nicht. Also, ich schnell zu Saturn, den Markt meines Vertrauens, und mir Mass Effect 1 und 2 geholt. Und dann habe ich mir gedacht, das Ganze zu Let's Playen. So zweimal in der Woche ein kleines Let's Play bringen, so von 20 bis 30 Minuten, und einfach mal in die Geschichte reinschauen. So, also das kommt dann auch. Das ist dann immer dienstags und donnerstags. Einen genauen Plan werde ich jetzt noch in meine Kanalbeschreibung einsetzen. Und dann seht ihr, wann was kommt. Zehander kommt täglich, bleibt auch täglich. Ich werde die Videos, die was ich jetzt drauf habe, bleiben alle da. Nur ich werde Euro Truck Simulator neu starten. Ich habe mir die Truck Sim Map besorgt, die wo sogar Nordafrika drauf ist und so. Also viel größer, viel mehr und ja, man hat dann auch die Möglichkeit, einen amerikanischen Truck zu kaufen. So viel jetzt ich weiß. Da starte ich komplett neu, weil ich muss da neu starten, wenn ich das machen will. Leider kann ich den alten Spielstand nicht mit übernehmen. Und dann kommt Samstag und Sonntag kommt eine, wie gesagt, auch Sehander. Und dann wird Samstag und Sonntag wird dann immer so irgendwie. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich fange erstmal an mit Holzfäller Simulator 2013 von UIG und werde den jetzt erstmal let's playen. Und das sind halt dann wieder Simulatoren. Also ich bleibe in der Simulatoren-Schiene, will aber auch das eine oder andere
Rollenspiel oder was auch immer dazu nehmen. Und Mass Effect zählt halt mehr zu so einem Action-Rollenspiel, sehe jetzt ich so. Wenn ich mich täusche, dann sagt mir bitte Bescheid. Ja, so, das ist jetzt erstmal der Plan, wie es in der Zukunft aussehen wird. Also täglich kommt eine Folge auf alle Fälle von The Hunter, die was immer eine halbe Stunde dauert. Und in dieser halben Stunde wird immer, also das Video wird frisch gedreht. Das habt ihr immer, also das drehe ich in der Früh und danach bekommt ihr es gleich. Außer es sind irgendwelche Sondersachen. Haben wir da vorne ein Tier? Nein, haben wir keins. Außer es sind irgendwelche irgendwelche Wettbewerbe, wie das so wie jetzt das Oster-Event und so, da mache ich natürlich da mit und stelle vielleicht das eine oder andere Projekt erstmal zurück. So, dann, also wie gesagt, The Hunter jeden Tag frisch. Euro Truck Simulator wird, eventuell werde ich da immer 4-5 Folgen vordrehen. Also, was ich dafür auf alle Fälle suche, ich weiß, vieles kommen jetzt mit, musst du alles nachkopieren, Harald Schwenke, bla bla bla. Ich suche halt dann immer irgendwelche Leute, die was sagen, hey, ich möchte dich kennenlernen, lasst mich mal mitfahren. Also, ihr könnt Euro Truck Simulator nebenbei spielen und es auch aufnehmen, oder ihr könnt einfach nur als Beifahrer mitfahren und gar nicht das Spiel eigentlich gar nicht spielen, sondern einfach euch nur mit mir unterhalten, dass wir mal da 2-3 Folgen miteinander fahren. Genau, und dann kommt, also da kann sich jeder melden, jeder, egal ob alt, ob jung, jeder darf sich melden für Euro Truck Simulator. Da mache ich keine Abschweife. Genau. Dann Holzfäller-Simulator, wie gesagt, also ich werde den einfach so sporadisch, Samstag, Sonntag, wird es noch Folgen geben. Von dem Holzfäller-Simulator 2013. Und Mass Effect, ja, das spiele ich vor mich hin. Da kann ich ja in Massen aufnehmen quasi und dann euch immer das zur Verfügung stellen, weil ich finde das jetzt nicht allzu cool, wenn man mittendrin ist und dann einfach abbricht. Also das wird dann auch immer so 20 bis 30 Minuten haben. Genauso wie Euro Truck Simulator, da werde ich auch so um die 15 bis 20 Minuten pro Teil. So, wie es dann aussieht mit Agrarsimulator 2013 oder den Agrarsimulator Deluxe von 2012, ob ich die weiter let's playen soll, das liegt an euch. Schreibt mir einfach mal eure Kommentare dazu, ob ihr es wollt oder nicht. Und dann nochmal zum Thema Livestream. Ich würde, wie gesagt, sehr, 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 sehr gerne mal einen Livestream machen. Aber dazu brauche ich natürlich auch Unterstützung, die sich mit der Technik und so weiter auskennen. Und einfach mal sich mit mir zusammensetzen, hat er sich jetzt so gemeldet? Nein, genau. Einfach mit mir nochmal zusammensetzen, um darüber mal nochmal zu schwafeln und zu schauen, ob das überhaupt hinhaut mit der 16.000er Leitung. Nicht, dass ich dann jetzt mit einer 16.000er Leitung, ich glaube, ich habe 2 Mbit Upload oder so, dass das überhaupt nicht hinhaut. Und das wäre natürlich dann schade, weil dann brauche ich erst gar nicht anfangen, wenn ihr dann auch der Leck habt. Ja, gut, so, das war's jetzt erstmal von mir. Und jetzt kommen wir natürlich zum wichtigsten Punkt, zum Gewinnspiel. Ja, okay, Gewinnspiel. Folgendes gibt's erstmal zum Gewinn. Also es gibt wieder eine Best of Simulations The Hunter Special Edition. Da sind inklusiv 3 Monats Abo drin, also 3 Monate Mitgliedschaft, wo man dann auf alle Gebieten und alle Tiere jagen kann. Und Bonus-Item ist der Jagdansatz der Dreifuß. So. Und das ist Platz Nummer 1. Platz Nummer 2, also es gibt 3 Plätze. Platz Nummer 2 wird 1500 EMs werden. Und der dritte Platz kriegt 1000 EMs. So, das ist jetzt die kurze Aufteilung, was es zu gewinnen gibt. Jetzt kommt der nächste Punkt. Und zwar, was müsst ihr dafür tun? So. Wir haben jetzt Anfang des Monats, ihr habt bis Ende diesen Monats Zeit. Also bis quasi der 30. Bis zum 30. Habt ihr Zeit. Bis zum 30.04.2013 um 23.59 habt ihr Zeit, mir die Screenshots zu schicken. Und zwar geht es diesmal nicht darum, um den Score, den man jagen muss, sondern ihr könnt hier, also ich brauche nur den unteren Teil von dem Screenshot, wo ich sehe das Gewicht vom Tier, dass da das Gewicht drin steht und dass drin steht, wo das herkommt, also dass ihr in Loggers Point gejagt habt und halt das Datum muss ab dem 2.4. sein.
Und der Name von euch, der muss mit dabei sein. So, und es geht um Folgendes. Es geht um das Gesamtgewicht. Ihr könnt mich zubomben mit E-Mails und mir eure Screenshots schicken, wie ihr wollt. Und wenn ihr mal 1000 Tiere schießt oder bejagt oder was auch immer, schickt mir eure Gewicht, weil am Schluss gewinnt der was hier auf Lockers Point, den größten oder die größte Gewichtssumme zusammenbekommt von allen erlegten Tieren. So, da habt ihr Zeit bis zum 30. April um 23.59 Uhr. Es wird diesmal nicht so wie beim ersten Teil eine Liste geben, weil ich habe gemerkt, jeder hat gesehen den 231er, dann hat keiner mehr Bock drauf. Ich halte das geheim. Ich halte das geheim bis zum Schluss. Und ihr könnt hier alles jagen. Maultierhirsche, Fasane, ihr könnt verwilderte Schweine, ihr könnt, was haben wir gesagt? Weißwedel gibt es, glaube ich, noch. Genau, und ja, verwilderte Schweine habe ich gesagt. Ihr könnt alles jagen. Am Schluss zählt das Gesamtgewicht von allen Tieren. Also ich lege dann eine Liste an, Name, eine Excel-Tabelle, Name, dann an was, dann das Gewicht und dann weiß ich am Schluss, wer was hat. Und dann gibt's am 30., besser gesagt am 1. Mai, das ist ja wieder Feiertag, gibt es dann den Gewinner und zwar mache ich dann eine komplette Liste, schön auf Facebook, dass ihr die sehen könnt und eventuell dann noch gleich ein Video dazu, um die Gewinner bekannt zu geben. Wie gesagt, es gibt 3 Gewinner. Platz 1, die DVD-Box mit The Hunter Special Edition, mit den 3 Monate Abo und mit dem Ansitz Bonuspaket. Dann der zweite Platz bekommt 1500 EMs, der dritte Platz 1000 EMs. So, das ist das Gewinnspiel. Und fleißig mitmachen. Und wenn, sagen wir mal, ich habe 200 Abonnenten, wenn ich wie machen wir das? Wenn von euch 200 Abonnenten 70, 80, ja, machen wir 80. 80 Leute insgesamt mitmachen. Dann lege ich noch für Platz 4 und 5 etwas mit drauf. Auch jeweils nochmal 500 EM. Genau, so, dann war's das jetzt schon mal von meiner Seite. Ich bedanke mich auf alle Fälle. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar Infos mitbekommen und unterstützt mich weiterhin. Und vielleicht ist ja unter den Games, die ich in Zukunft noch dazu machen will, das eine oder andere für euch dabei. Wäre natürlich echt schön. Und wir hatten jetzt hier einen sehr schönen Waldspaziergang. Und ja, wenn auch ihr sonst noch irgendwie wollt, dass ich ein Spiel Let's Play oder irgendetwas, dann sagt mir Bescheid. Ich kann mir die Zeit dann schon so einteilen. Dann lasse ich halt Mass Effect einen Tag aus und dann bringe ich dafür euer Spiel. Ihr könnt mir alles posten. Ihr könnt mir alles senden und ich möchte natürlich auch die Spiele spielen, die was für euch relevant sind und nicht die, die was für mich relevant sind. Weil ich möchte euch einen Gefallen tun. Weil ihr tut mir einen Gefallen, indem dass ihr fleißig schaut und fleißig Abo macht und fleißig kommentiert. Also muss ich euch auch, oder dann tue ich euch auch einen Gefallen. So, ja, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Und ich hoffe, wenn, oder ich weiß, die Leute, die mal von Anfang an dabei sind, die wissen, also ich habe mir jetzt mal Videos angeschaut von meinen ersten Tagen, vor wie ich da war und wie ich heute bin. Also es hat sich schon viel geändert. Und ich will natürlich mich noch weiterhin verbessern. Und dafür brauche ich halt eure Hilfe. Und wie gesagt, viel Spaß beim Gewinnen. Bombardiert mich voll. E-Mail-Adresse lp.john.myers@gmail.com und dort einfach die Screenshots hinschicken. Der untere Teil reicht, wo draufsteht, in welchem Gebiet, Gewicht und natürlich es muss draufstehen Lockers Point und es muss das Gewicht sichtbar sein und es muss das Datum sichtbar sein und euer Namen. Und alles, was ab heute dann zu mir kommt, kommt in die Liste. Gut, ja, das war's dann von meiner Seite. Ich danke euch auf alle Fälle recht herzlich für 200 Abonnenten. Und ich weiß, es wird noch mehr und das ist geil. Das ist geil. So, ja, es ist geil. Ja, so, aber jetzt schmeiße ich mich erstmal raus hier und hau euch das Video hoch.
muss ich natürlich erst noch bearbeiten. Ich hoffe. Ja, oder genau, apropos Video hochladen. Mir ist da ein Missgeschick passiert. Das war mitten in der Nacht bei meinem ja, Weihnachts, was war da? Eine Spur da, ja genau, ist ja egal. Nicht Weihnachts, sondern bei dem meinem Osterding Samstag auf Sonntag oder Sonntag auf Montag. Da hab ich doch glatt beim Schneiden die Teile verkehrt zusammengesetzt und ja, die Begrüßung, die kam relativ am Schluss. Leider hatte ich alles schon weg, weil sobald ich es auf YouTube hab, lösche ich das alles. Und ich habe da nicht mehr nachgeschaut. Es war mitten in der Nacht, es war 5 Uhr nachts, wo ich ins Bett kam, gegangen bin. Und da musste ich, da war mein Kopf einfach nicht mehr klar. Und beim nächsten Mal passe ich mehr auf, also ich schwör's euch. Und ja, auf alle Fälle, ich danke euch. Ich danke euch recht herzlich. Und guckt weiter, liked weiter und ja, und bei Fragen schreibt mich einfach an und ja, das war's dann. Und jetzt habe ich gesehen, dass noch Chilix dazugekommen ist. Ja, Chili, ich grüße auf dich und Weidmanns Heil und ich bin jetzt dann raus und ihr habt heute dann noch das Video. Die E-Mail-Adresse stelle ich euch nochmal mit in die Videobeschreibung. Okay, jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.